Orton gab in Hamburg als Dritter einen guten Einstand im Handicap. Die heutige Aufgabe ist nicht schwerer, die Stallform grandios. Orton ist deshalb unser Tipp im ersten Rennen des Tages. Emilianus ist zwar Debütant, als Halbbruder der Gruppesieger Alson und Ancient Spirit, aber das Pferd mit der besten Abstammung im Feld. Emilianus ist deshalb unser Favorit im zweiten Rennen des Tages. Kiss lief bei ihrem Handicap-Debüt als Zweiter ein gutes Rennen. Knüpft sie an diesen Ansatz an, sieht es hier gut für die Stute aus. Kiss ist unser Tipp im dritten Rennen des Tages. Power Daddy ist das einzige Pferd im Feld, das bereits ein Rennen gewonnen hat. In Hamburg kam er leicht zum Zuge. Sein Trainer stellte bereits in den vergangenen beiden Jahren den Sieger in diesem Rennen. Power Daddy könnte deshalb der Sieger im BBAG Auktionsrennen sein. Laikan kam mit den erstmals angelegten Scheuklappen in Hamburg zu einem leichten Sieg. Bei den Dreijährigen könnte nun der Knoten geplatzt sein. Laikan ist unser Favorit im fünften Rennen des Tages. Freak lief bei beiden Handicap-Starts gut. Sein erster Erfolg ist nur eine Frage der Zeit. Heute könnte es vielleicht schon klappen. Freak ist unser Tipp im sechsten Rennen des Tages. Monsieur Vancouver hatte hier bei seinem letzten Start Pech, als er im Finish wenig Raum zur Entfaltung hatte. Er sollte noch Reserven haben und mit einem etwas glücklicheren Rennverlauf kann Monsieur Vancouver der Sieger im siebten Rennen des Tages sein. Ding Dong war zuletzt zwar hinter Alpha Taurus, steht gegen diesen aber nun günstiger. Zudem war sie auf heutiger Bahn und Distanz bei ihrem vorletzten Start Zweite. Wir glauben, dass Ding Dong die letzte Siegerin des Tages ist.